Kevin auf einmal richtiger YouTube-Normie geworden, Alter. Macht so dedicated YouTube-Videos mittlerweile, ja. So geht quasi offstream hin und nimmt YouTube-Videos auf. Kevin, du wirst zu einem Normie, Alter. Das, sag mal so, das, schwierig, Bro. Fragen für folgende Folgen. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, Kevins Mimik und Gestikulation, ich weiß nicht, was da genetisch falsch gelaufen ist, aber irgendwas stimmt da absolut nicht. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wir klauen Formate von anderen deutschen YouTubern. Ist richtig. Kevins gut aussehender Katte hat sich aus dem Internet so Fragen zusammengeklaut, wahrscheinlich welche gut aussehen, ihr jetzt oder? Beantworten könnt. Okay. Viel okay. Spaß. Let's go. Hattest du schon mal Beef mit einem Influencer, von dem deine Zuschauer bzw. Follower nichts wissen? Nö. Überhaupt nicht. Cindy, also wenn du Beef haben willst, so, ach, ich halt mal Maul. Ich bin ja nur auf Joke, aber auch nicht öffentlich. Oh, tatsächlich nicht, ne? Oder? Ich glaube, nee. Mit einem Influencer glaub nicht. Also es gibt da eine Sache, an die ich mich erinnere. Also da wissen manche Leute von, aber das haben nicht so viele Leute mitbekommen damals. Ja. Aber das, da möchte ich jetzt auch nicht so viel. Aber ich kann euch erzählen, was für eine Geschichte das war. Kevin hatte damals, Papa Platte hatte damals Loki Yo Olli Props gegeben für seine Aktionen und wurde dafür mies weggefrontet von, ich glaube, André von Ape Crime müsste das gewesen sein. Ja, das genau das war's. Kevin ist ja auch da schuld. Real Talk, da bin ich auch einfach zu irrelevant, dass er irgendwie... Bro, ich würde mich mit dir beefen, du siehst korrekt aus, ich bin ehrlich. Beefen wollte, aber kann auch gerne so bleiben. Also es sollte jetzt keine Beschwerde sein. Okay, wenn du Beef willst, meld dich, Mann. Auf jeden Fall möchte ich da nicht so viel Wert drauf legen, weil ich finde, man sollte auf so negative Sachen wie Beefs und so, denen sollte man nicht so eine große Bedeutung geben im Leben. Deswegen möchte ich da jetzt ungern drauf eingehen. Hast du schon mal einen Nude an eine Person verschickt, mit der du vorher nicht geschrieben hast? An jemanden, mit dem ich noch nie geschrieben habe vorher? Nein. Und ich glaube, es wäre auch nicht so schlau, wenn man das täte. Ist richtig. Also Nude versendet auf jeden Fall, aber ich glaube noch nie... Boah, Digga, ich will... Ey, direkt. Was würde ich geben? Oh, ich muss mir direkt den Schritt fassen, Alter, wenn ich daran denke. Ey, ich, was würde ich geben für ein Papa-Platte-Nude, Alter? Also nicht mal, um es selber gesehen zu haben. So, das würde ich auf jeden Fall aus meiner Erinnerung löschen wollen. Aber einfach, um ihn damit geisteskrank zu erpressen, Mann. Wenn das irgendjemand hat, her damit, Mann. Anhieb so reingeslidet, also so direkt als erste Nachricht jetzt so ein Bild von meinem Dödel, weil ich sowas auch gar nicht checke. Kevin, wie hast du es hingeklärt? Erzähl. Nee, tatsächlich nicht. Ich habe gerade kurz überlegt. Aber also im Grundsatz finde ich sowas auch eigentlich uncool. Deswegen würde ich es nicht machen. True, so ein bisschen true. Aus diesem Ding, weil man halt auch vielleicht ja nicht möchte, dass man geleakt wird oder sowas. Aber inzwischen würde ich es auch einfach aus Überzeugung nicht machen, weil es halt uncool ist. Ist ja auch gerade ein aktuelles voll, Thema. Voll, mit voll, voll. Also einfach fühle ich voll seiner Meinung. Einfach als Dude irgendeiner Frau in die DMs sliden und einfach ein Schwanzbild droppen, ist das peinlichste, ehrenloseste und dümmste, was man machen kann. Verbuddelt euch alle, wenn ihr einfach ungefragt Schwanzbilder verschickt. Ey, möge euch der Penis danach abfallen, Alter. Habt mal ein bisschen Respekt vor dem anderen Geschlecht, ihr widerwärtigen, und ich meine das komplett ernst, Ekelkreaturen, Digga. Fasst euch mal in den Kopf, Mann. Was stimmt denn nicht mit euch, Mann? Digga, fickt euch. In der Welt nur so, ne? Also, Boys, macht sowas einfach nicht. Was ist eurer Meinung nach der größte Turn-on und Turn-off beim anderen Geschlecht? Boah, das ist schwer. Fuck, da muss ich erstmal kurz nachdenken, Alter. Okay, bei mir wäre es definitiv Turn-on. Orange würde sagen Füße, ich würde sagen Charakter. Wirklich, Charakter ist, ich schwör's, auch wenn man es bei mir nicht glaubt, Charakter. Real, real fucking talk Charakter, wenn eine Person super, super cool und funny ist und mein Humor gettet, dann direkt Connection da. Absoluter Upturn bei mir, geisteskrank, fucking Mundgeruch, Digga. Wirklich, da bin ich raus, Mann. Da würde ich am liebsten einfach mit einer Munddusche und Folgate einmal komplett durchgurgeln bei ihr. Geht nicht, kann ich nicht, Digga. Kann ich nicht. Boah, krass. Der größte Turn-on und Turn-off. Also ich glaube, beides charakterliche Sachen tatsächlich. Also ich finde, bei Männern Haare ganz, eigentlich allgemein. Also ja. Ich finde, dass ich sehr auf so das gepflegte äußere Wert setze. Hä? The fuck, wieso bist du da mit Kevin zusammen? Hä? Bei Männern mag ich das halt so, wenn ein bisschen Wuschel auf dem Kopf ist, sag ich mal. Ja, Kevins Haare, ach egal. Ich mag das, dass man da einfach so mit der Hand dann reingreifen kann. Also, dass man da einfach irgendwas zum Greifen hat. Und Turn on, wenn jemand, für mich persönlich, wenn jemand weiß, was er will, wenn jemand im Leben steht, sich so selbstbewusst ist, sowas finde ich cool. Und Turn off, glaube ich, im Grunde das genaue Gegenteil davon, wenn jemand keine eigene Meinung hat, man nicht mit dem diskutieren kann, irgendwie zu einem Ja sagt. Pepega-Chat, haltet die Fresse. Also, das finde ich dann nicht so nice, auf Dauer vor allem gesehen, nee. Turn-off sind Sachen wie, wenn sie nicht kochen und putzen kann, Digga, scheiß drauf.
Nee, Real Talk, Turn-off, wüsste ich jetzt tatsächlich gar nicht so ganz genau. Ich glaube, wenn sie halt so nicht weiblich ist. Perfekt, Kevin. Geschlechterrolle an der Stelle erfüllt. Was Sinn macht, so vom Verhalten her. Das heißt, wenn sie dir ins Gesicht furzt zum Blät verliebt. Augen finde ich auch voll wichtig, weil ich merke immer, wenn jemand richtig krasse Augen hat, dann catcht mich das schon krass. Also, okay, wir achten gleich mal auf Kevins Augen. Dass ich darauf achte irgendwie. Ja. So ein richtiges Turn-off wäre einfach wirklich nicht gut riechen und ungepflegt sein. Ich schwör, Geruch bei mir so wild. Wenn jemand nicht gut riecht, ich bin raus. Und Turn-on, genau das Gegenteil eben. Also ich glaube, der größte Turn-on beim anderen Geschlecht finde ich persönlich. Aber wir gucken nochmal ganz kurz auf Kevins Augen. Ja, keine krassen Augen. Haare, finde ich, versteh's nicht. Persönlich sind nicer Rücken. Und das hört sich jetzt super, super dumm an. Nicer Rücken? Die halt einen guten Charakter hat. Charakter fühle ich voll. Ich glaube, was Kevin meint, ist, wenn er Rücken bei ihr hat. Da kann ich nur beipflichten, Kevin, da solltest du dir eventuell jemanden aus einer Großfamilie suchen. Denn da hast du, ob du es willst oder nicht, dein Leben lang Rücken. Ein Zug fährt auf 5 Bahnarbeiter zu, die gerade an den Gleisen arbeiten. Wenn du die Weiche umstellst, fährt der Zug auf ein Gleis, auf dem sich ein Zivilist befindet. Mhm. Würdest du die Weiche umstellen? Boah, nicht so eine Frage. Ja, safe, Alter. Also ich bin da ganz rational, Digga. 5 Leben versus ein Leben, nur weil es Bahnarbeiter sind, die sich bewusst in die Gefahr geben. Nee, würde ich auf jeden Fall sagen, definitiv klatsch den Zivilisten um. Big Mac Bande für lebenslang weg, Alter. Was soll ich? Also, tut mir leid, so. Sorry. Also, da sind 5 Leben versus ein Leben. Die Bahnarbeiter haben zwar sich bewusst in diese Gefahr gegeben, weil es ihr Job ist. Und der schwierige Frage, aber ich würde sagen, da wiegt das eine Leben dann doch nicht so. Schwieriges Ding, aber. Frage, ey, fuck. Ja, auf jeden Fall. Ich kann ja 5 Menschen retten. Ja, also genau. Also mach ich das. Oder. Verstehe ich, also es ist doch irgendwie klar, dass man die Weichen umstellen würde, damit halt einfach... Was viele nicht wissen, diese 5 Bahnarbeiter sind alles Geschwister von Bin Laden. Dann muss man jetzt aber nochmal umdenken. Aber die haben nichts gemacht, die sind nur die Geschwister von Bin Laden, versteht ihr? Also die haben selber keinen Bin Laden-Shit gemacht, die sind nur dessen Geschwister. Das ist natürlich dann schwierig, ne? Und der eine Typ, der auf den Gleisen steht, ja, das ist aber jetzt auch ein bisschen blöd, ist halt ein Nachfahre von Hitler. Der hat auch nichts gemacht, aber ist halt ein Nachfahre von Hitler so. Boah, ey, lass noch ein paar mehr Variablen reinstreuen, so. Dann wird's richtig tricky. Nur ein Mensch stirbt und nicht eben 5. Ich glaube, ich würde die Weiche nicht umstellen und würde den Zug auf diese 5 Bahnmitarbeiter fahren lassen. Aus dem Grund, weil die ja quasi das Risiko eingegangen sind, dass sowas passieren kann, indem sie... Ich würde noch einen zweiten Zug holen und alle umfahren, Pfeifett. ...den Job angenommen haben. Und deswegen würde ich die Weiche nicht umstellen. Außerdem glaube ich halt, dass die auch eher wissen, was genau... Das stimmt. Auf der anderen Seite halt, wenn ich halt die 5 Bahnmitarbeiter sterben lasse, dann ist es Schicksal. Aber wenn ich bewusst eingreife und einen Zivilisten töte, bin ich an diesem Tod schuld. Keine Ahnung. Vielleicht würde ich einfach die Weiche dann doch nicht umstellen und einfach nur zugucken. Ich kann nicht mal... Digga, ich bin raus. Ich kann nicht eine Weiche umstellen. Ich habe gar keine Kraft in den Armen. Also ich wüsste es nicht. Man machen muss in so einer Situation. Einer schreibt, ich würde den Zug töten. Clever, Bro. Quasi einen Zug auf die zufährt. Deswegen, wie gesagt, ich würde die Weiche nicht verstellen. Also im Grunde habe ich die Option, 5 Leute sterben zu lassen. Aber es ist halt sozusagen, ich muss nichts machen aktiv, sondern die sterben halt jetzt. Oder ich lasse eine Person dafür sterben, aber dafür muss ich halt aktiv die Weiche umstellen, dass der Zug dahin fährt. So. Schwierig, ne? Also da gibt es wahrscheinlich kein richtig und falsch. Ich würde jetzt eher mal sagen, dass ich nicht die Weiche umstellen will und quasi dem anderen sein Todesurteil unterschreiben würde, sozusagen. Wenn dein Zuhause in Flammen aufgehen würde und du nur 3 Gegenstände retten könntest, welche wären das? Das Ding ist halt, ich würde mitnehmen. Gegenstand. Mein Hund ist auf jeden Fall ein Lebewesen an sich, aber den würde ich natürlich mit rausnehmen, mein Hund. Mein Handy wahrscheinlich. Fucking Laptop oder sowas oder halt irgendwelche Erinnerungsstücke. Familie oder sowas, ne? Irgendwie sowas. Gegenstand, hier schreibt jemand deine Frau in den Chat. Hey, hier haben wir Montana Black Zuschauer. Macht jetzt keinen Sinn zu sagen, yo, PC oder Handy, weil die Sachen sind eh alle irgendwo im Internet gespeichert, die wichtigsten davon, sowas wie Kontakte und so. Oder halt der Clip, wo du deinen Hoden zeigst, Kevin. So, und das kriegt man ja auch easy wieder, wenn man sich ein neues kauft, bla bla bla. Genauso wie beim PC, also macht das eigentlich keinen Sinn. Einer schreibt Frau und Küche. Wenn man mal wieder rauszuholen, würde ich glaube sagen, Handy und Geldbeutel auf jeden Fall schon mal. Weil einfach Pain, wenn die beiden Sachen weg sind. Das Ding ist, ich wohne ja nicht alleine in der Wohnung, also würde ich auf jeden Fall den Wohnungsschlüssel mitnehmen und halt vorne abschließen, damit die anderen halt... Das ist so schwarz, das ist mein Bruder.
Bruder, der wohnt ja auch da. Ich halte einfach die Fresse. Und die kann man sicherlich auch gut gebrauchen, wenn sein Haus gerade abgebrannt ist. Hast du bestimmt einiges zu klären und einige Anträge oder so auszufüllen, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Und dann das dritte vielleicht noch irgendwie ein Familienfotoalbum, so Kinderfotoalbum. Ja, aber hast du sowas Real Talk in der Wohnung? Also ich habe sowas nicht. Irgendwie sowas. So ein bisschen persönliche Andenken. Ich denke, ich würde auf jeden Fall meine beiden Katzen saven. Mhm. Und als drittes würde ich... sag Cindy, bitte. Ich würde natürlich Domo noch saven. War, Kumpel? Perfekt. Katzen sind jetzt halt keine Gegenstände, aber... Per Gesetz sind Tiere tatsächlich Gegenstände. Rechtlich gesehen ja Objekte, also irgendwo vielleicht schon. Würde ich die Katzen mitnehmen? Wenn das schon als zwei zählt, dann hätte ich ja nur noch eins. Und das wäre, ja, vermutlich dann einfach mein... Okay, meine zwei Katzen und mein Handy. Ja, weil auf dem Handy eben viele Erinnerungen sind, diese Bilder. Was findest du an deinem Körper am schönsten? Und was am hässlichsten? Am schönsten an meinem Körper finde ich, glaube ich, meine Lippen. Okay, verstehe ich nicht. Und am hässlichsten finde ich an meinem Körper meine Zähne. Boah, Kevin hat wirklich Real Talk schöne Lippen, Alter. Am schönsten von meinem Körper finde ich, boah, ich glaube meine Haare. Und am hässlichsten mein Arschloch. Egal. Ich hasse meine Zähne. Guck dich das an. Es ist einfach, man, ich könnte damit eine Hygiene erlegen oder so. Es ist, Digga, mit deinen Zähnen kannst du Akten vernichten, Bro. Das ist insane. Ich muss sagen, ich bin eigentlich relativ zufrieden mit meinem Körper so an sich. Ich meine, es hätte mich auch schlimmer treffen können. Guckt euch Revi an. Kevin, wollen wir... Kevin, ich fordere dich jetzt an der Stelle einfach mal auf. Kevin, das ist jetzt eine offizielle Aufforderung an dich. Das nächste Bild, was wir beide auf Instagram posten, in meinen Augen sollte das ein Oben-ohne-Bild sein, wenn du mir schon so dumm kommst, Kevin. Weil ich bin mir sicher, dass die Leute extremes Interesse haben, deine ekelhaft schlabbrigen, mädchenhaften Hängebusen zu sehen, Digga. Deinen herausstehenden, widerlichen Bauchnabel, Alter. Deinen unglaublich ranzigen Fettbauch. Und dazu vielleicht noch dein richtig nices Doppelkinn. Und dazu deine Spaghetti-Arme, Bro. Du bist einfach nur widerlich skinny-fett, Kevin. Du willst mich body-shamen, Bro. Du siehst aus wie ein wirklich von komplett von oben bis unten. Jemand hat deine Stirn wurde aufgeschnitten und der liebe Gott hat einen fetten, fetten Scheißhaufen in deine ganze Haut reingesetzt. Bro, du bist wirklich nicht mehr als ein vollgekackter Hautsack. Mehr bist du nicht. Du bist vollgeschissene Menschenhaut. Bis oben hin bist du vollgekackt. No fucking front, Kevin. Ich freue mich drauf. Poste bitte dein erstes Bild oben ohne. Natürlich komplett ungefotoshoppt. Ich bin gespannt, Kevin. Und danach können wir gerne an unsere Schwänze zeigen. Das ist ja so ein Ding, was du scheinbar gerne machst. Also ich würde... Dieses Bild hier, Digga. Dieses Bild. Das Problem ist halt, ich glaube, das ist so ein bisschen Revenge dafür, dass Kevin mir damals im Bootshaus abgekauft hat, dass Kevin damals eine Transe geküsst hat oder einen Mann. Also ganz ehrlich jetzt, wenn man sich das anguckt, ich bin mir sicher, 70% der Leute würden trotzdem eher das hier knallen als, Digga, diese Zähne, Alter. Kevin, du verfickter Nussknacker, Alter. Ich schwör, dein Gesicht sieht aus wie ein verfickter Betonmischer. Voll gekackte Harry Potter-Menschenhaut, Bro. Also ich würde auf jeden Fall sagen, meine Augen finde ich schön. Und dann jetzt nochmal, um eine Standardantwort rauszukicken, am hässlichsten glaube ich wirklich die Füße, Jungs. Und Mädels natürlich. Ich finde, Füße sind weird, ne? Wirklich, pah, nee. Fußfetischist werde ich nicht mehr, Leute. Also am schönsten finde ich an mir mein Gesicht. Also Wallah, sie hat schöne Gesicht, schöne Augen. Mein Gesicht ist jetzt nicht irgendwie symmetrisch oder sowas. Und wenn man ganz genau hinguckt, dann, keine Ahnung, ist meine Nase auch ein bisschen krumm. Und mein eines Auge ist kürzer oder kleiner als das. Hast du mal deine Augen gemessen, Mädchen? Andere. Mittlerweile finde ich auch meine Haare ganz gut, weil die wieder schön natürlich aussehen. Ich hatte ja eine ganze Zeit lang übelst bunt und sowas. Und ja, da bin ich... Auf E-Girl angelehnt, weil Kevin es wollte. Oh, dass ich das überstanden habe. Und am hässlichsten... Ich muss sagen, dass ich momentan echt zufrieden mit meinem Körper bin. Ich könnte jetzt gar nichts benennen, was ich so am hässlichsten finde. Vielleicht meine Zähne. Weil das einfach ein bisschen schade ist, Leute. Ich hatte 11 Jahre eine Zahnspange und meine Zähne waren sehr gerade. Und das hat sich halt jetzt alles beim Erwachsenwerden und... Das ist, weil du mit Kevin zusammen bist. Ich glaube, seine hässlichen Zähne haben deine Zähne angesteckt auf irgendeine so weirde Art und Weise. Später werden wieder alles verstellt. Also es ist nicht so schlimm, wie es mal war, als ich keine... Ich finde die Zähne bei ihr nicht hässlich, muss ich ehrlich sagen. Das ist halt alles. Das ist aber jetzt nicht krass. Also tut mir leid, Digga. Da hat es dein Freund deutlich schlimmer getroffen. Es
bisschen krumm und schief mittlerweile. Also vielleicht das, aber... Ich schwöre, Kevin, so der Type of Guy, der isst so ein Chicken Wing und so dieser ganze Knochen bleibt einfach im Zahnzwischenraum stecken und der merkt es nicht mal. Auch damit kann ich mich arrangieren, weil ich weiß, dass man das auch, wenn man möchte, ganz einfach wieder ändern könnte. So. Was würdest du gerne mal ausprobieren? Traust dich aber nicht. Ich glaube, sowas wie Fallschirmspringen oder so. Oder Bungee. Mhm. Bungee-Fallschirmspringen. Ich glaube, das ist einfach zu beantworten. Ich glaube, ich würde ganz gerne mal Fallschirmspringen. Also Fallschirmspringen habe ich schon gemacht. Bungee-Jumpen will ich auf jeden Fall noch machen. Ich war No-Flex auch schon schwerelos tatsächlich. Das war auch ziemlich geil. Ich würde gerne im Weltall ficken in der Schwerelosigkeit. Das, wenn das gehen würde, ja, würde ich machen. So aus dem Flug. Ich meine das 100%ig ernst, Digga. Springen mit dem Fallschirm. Aber das traue ich mich nicht. Und das werde ich wahrscheinlich auch in meinem Leben nie machen. Aber ich. Das Ding ist halt. Ich glaube halt, dass Kevin auf jeden Fall seine Lippen. Ach, ich höre jetzt auf, ihn zu fronten. Stell mir das so übertrieben nice vor. Jeder, der das gemacht hat, sagt mir, Digga, ich hatte so viel Angst davor. Aber als ich es dann gemacht habe, war es einfach das Beste überhaupt. Deswegen habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich das auch ganz gerne machen möchte. Auf der anderen Seite, also ich habe jetzt nicht direkt Höhenangst, aber es ist halt nochmal ein anderes Szenario, wenn man aus einem Flugzeug springt auf, keine Ahnung, 8000 Meter Höhe oder so. Ja, also deswegen habe ich da ordentlich Schiss vor. Ich glaube, das wäre meine Antwort. Weil ich glaube, es ist ein cooles Gefühl, wenn man es macht und es fühlt sich bestimmt nice an. Gerade Fallschirmspringen ist bestimmt richtig wild. Wenn irgendwas schief geht, keine Ahnung, fällst du halt einfach runter und bist tot. Deswegen glaube ich, habe ich da gerade noch zu viel Respekt davor. Aber wer weiß, irgendwann mal vielleicht so in der Rente oder so. Ich schwöre, es lohnt sich. Das kann schon sein. Ich hätte echt Bock, so mehr in der Öffentlichkeit zu stehen. Da denke ich so Richtung YouTube-Videos, aber... Zeit für einen eigenen Kanal. Ich schwöre es, Cindy, du machst Folgendes. Du machst jetzt deinen Kanal, in einem Monat hast du Kevin überholt, dann trennst du dich von ihm und dann kannst du wirklich dein Leben unbeschwert leben. Ich wünsche dir alles Gute auf dem Wege. Ich bin wirklich gerade so unverschämt gemein zu Kevin. Kevin, ich gönne dir das wirklich alles, was du hast. Ich finde es irgendwie so ein bisschen einfach unangenehm, wenn ich da so zwei Videos hochlade und dann merke ich so, nee, ist nichts mehr und dann lässt man das so fallen. Ja, dann lässt man es halt sein, also aber mal ausprobieren so. Wenn man eine Reichweite hat, kann man davon ausgehen, dass auch mehr Leute sehen würden, als wenn ich jemand wäre, der das einfach so komplett ohne irgendwie Connections startet. Aber das würde ich gerne einfach mal ausprobieren. Ja, go for it. Go for it. Hat bestimmt jetzt jeder gesagt. Fallschirmspringen. Um wie viel Uhr stehst du morgens auf? Kevin ist so ein verfickter Lebensloser. Kevin steht um 13 Uhr auf. Ich studiere ja und in meiner aktiven Vorlesungszeit war das unterschiedlich, je nachdem, wann ich eben Vorlesungsbeginn hatte. Ach, immer so zwischen 6.30 Uhr krass. Und 10 Uhr. Und krass, Mann. Krass. Jetzt ist ja alles entspannter. Ich habe das alles hinter mich gebracht und stehe tatsächlich jeden Tag zwischen 9 und 10 auf. Also das ist okay, ist noch in Ordnung. Also meistens so zwischen 11.30 Uhr, zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr, aber ich würde ganz gerne früher aufstehen. Ist halt schwierig, Kevin, ich verstehe das. Also ich verstehe das wirklich, Kevin. Es ist wirklich schwierig, später als 11.30 Uhr. Also ich verstehe das wirklich. Es ist echt schwer, Kevin. Weißt du, das Ding ist halt, du streamst abends manchmal bis 11 Uhr und so und da muss man halt auch wirklich 12 Stunden durchschlafen. Ich verstehe das wirklich. Also wirklich, ehrlich jetzt, dein Job ist... Ja, Kevin, ich fühle das. Also ich würde ganz gerne so um 10 aufstehen. Das Ding ist halt, ich bleibe halt auch immer sehr lange wach. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag irgendwie 14 Stunden schlafe oder so. Aber ich würde ganz gerne so um 10 Uhr aufstehen. Weil es ist irgendwie so komisch. Auch wenn ich die gleiche Zeit wach bin, fühlt sich es irgendwie länger an der Tag, wenn man früher wach ist. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber sagen wir mal, ich bin jetzt von 8 bis 24... Findet ihr auch, dass Kevins Hände in diesem Hoodie unglaublich klein aussehen und seine Arme viel zu kurz? Ich weiß nicht, was das ist, aber sieht irgendwie gar nicht. 20 Uhr wach, also 16 Stunden, dann fühlt sich das irgendwie länger an. Das ganze Video von mir sind so 6000 Fronts an Kevin, Alter. Keine Ahnung, ist irgendwie strange, aber ja, ich würde gerne früher aufstehen, aber ich stehe so gegen 11.30 Uhr circa auf. Also, wisst ihr, was ich fühle? Dass Kevin eigentlich einen Sellout-Sticker hat, aber sich überhaupt nicht versellout, weil keiner ihn zählen will, gesellt bei ihm bekommt. Ihr wisst, was ich meine. Unter der Woche 8.30 Uhr für die Arbeit und stark. Am Wochenende dann kann es schon mal 10, ja, ist doch okay. Vielleicht auch 12 Uhr. Wochenende muss man mal auspennen. Schlaf dann nachzuholen. Verstehe ich voll. Aus der Woche quasi. Würdest du lieber den Rest deines Lebens jeden Tag nur 4 Stunden schlafen und täglich müde sein oder jeden Tag 13 Stunden schlafen? Aber dafür ausgeschlafen sein? Also, das ist ja auch voll die komische Frage. 13 Stunden schlafen. Also angenommen, ich gehe um 10 Uhr pennen, dann bin ich ja relativ früh wieder wach um 11. Nee, es ist eine unlogische Frage, weil ich glaube, der Körper, also ich habe das selber schon gemacht, der Körper gewöhnt sich an wenig Schlaf tatsächlich mit der Zeit. Klar ist das nicht gesund, aber es gab auf jeden Fall Zeiten, da habe ich mal nur 4 Stunden gepennt und so und das kann man echt ein Jahr durchziehen.
Ich weiß nicht, ob das sein Leben lang geht, weil dann stirbt man wahrscheinlich. Aber machbar ist das vielleicht schon. Mit den 4 Stunden schlafen und immer müde sein, mache ich eigentlich gerade schon. Deswegen kann ich euch sagen, das ist nicht so nice. Das Ding ist halt, ich hätte irgendwie auch ganz gerne so Tage, die doppelt so lang sind, damit man einfach mehr schaffen kann. Also wenn man jeden Tag jetzt nur 4 Stunden... Kevin hat so ganz unlogische Probleme, die kein Mensch auf der Welt hat. ...Stunden schläft, dann würde man ja ultra viel schaffen. Und müde bin ich eh den ganzen Tag, weil mein Körper einfach ultra scuffed ist. Dementsprechend würde ich vermutlich für die 4 Stunden entscheiden. Auf der anderen Seite wäre es auch... Ich würde mich so... Kevin sieht aus wie Chubby Gollum. Auch ganz nice, um mal so richtig ausgeschlafen zu sein, weil das Gefühl hatte ich auch. Dieses komplette Video von mir, dieses Reaction, Digga, sind einfach nur 400 Fronts an den armen Kevin, Mann. Voll klar, dass ich lieber 13 Stunden schlafen wollen würde, was ja bedeutet, dass ich mehr vom Tag verpasse, aber ich kann den Tag, den ich ja dann noch habe, aktiver nutzen, wenn ich ausgeschlafen bin und Energie habe. Wenn ich 4 Stunden schlafe, mehr vom Tag habe, aber irgendwie den ganzen Tag durchhänge, dann habe ich ja nichts von. Also, dann schaffe ich ja auch keine Sachen. Also definitiv 13 Stunden ausschlafen. Ich glaube, ich würde das mit den 13 Stunden nehmen, weil du hast ja dann immer noch 11 Stunden, wo du wach bist, ja, und am Start bist. Ich glaube auch. Also du kannst ja immer noch viele Sachen erledigen, auch was mit den Kumpels machen oder so. Und bist halt wach dann, bist halt am Start. Danke fürs Beantworten der Fragen. Oh. Perfekt. Gehabt euch wohl, euer Herr Nustag. Geil. Tolles Video, Kevin. Ich freue mich auf dein Oben-Ohne-Bild. Es wird eine ganz, ganz wilde Nummer, da bin ich mir sicher. Wahrscheinlich wirst du danach einen Instagram-Bann kassieren, weil Instagram-Algorithmus deine Brüste für Frauenbrüste hält. Aber das ist schon in Ordnung.